Was haben deine Eltern eigentlich von mir gehalten, sagen wir ehrlich? Dass du ein Idiot bist. Also du hattest mal seine Hand, glaube ich, so hier auf deinem Bein und er dachte, glaube ich, wirklich, dass du da irgendwelche Spielchen machst. Digga! 10.000 Euro nachzahlen. Hallo Leute, wir sind gerade, wie ihr seht, in New York und beantworten jetzt... Nee, wir beantworten gerne Fragen, das labert. Wir machen einen Podcast eigentlich gerade. Ja, wir machen so einen kleinen Podcast und quatschen mit euch über alles. Gott und die Welt, Spaß. Über Gott und die Welt. Über unsere Geheimnisse, beziehungsweise unsere Kennenlern-Story haben wir eigentlich vorhin erzählt. Ja, weil, guck mal, ihr müsst euch vorstellen, ein Jahr haben wir euch belogen. Nein, Spaß, wir haben nicht belogen. Aber ein Jahr habt ihr sozusagen verpasst von uns, was wir jetzt ein bisschen aufarbeiten wollen. Ja, im Endeffekt wollen wir jetzt so ein bisschen mit euch real life erzählen, was alles passiert ist. Wir haben auch bei mir schon ein bisschen was erzählt. Und jetzt machen wir bei dir ein bisschen weiter, wie es dann weitergeht. Und zwar würde ich sagen, fangen wir aber damit an, mit den Eltern kennenlernen. Also das war wirklich für mich richtig schwer. Ich weiß nicht warum. Ich finde es immer so unangenehm, weißt du, so Eltern vorgestellt zu werden. Ja. Obwohl ich dann sagen muss, die erste Gegend mit deiner Mom war ultra geil, weil wir waren einfach komplett hack. Auf deinem 18. Geburtstag, weißt du noch? Hat deine Mom mich uns zurück. Ich weiß das nicht. Hat deine Mom uns zurück. Boah, das muss eigentlich nochmal eigene Story erzählen. Das ist ja krank. Mein 18. Geburtstag war halt für mich das schrecklichste Erlebnis, was ich jemals hatte. Doch. Hä, das war doch schön. Also, du weißt nicht, dass es schön war, aber. Ja. Also, ich weiß ja nichts mehr. Es war Blackout bei dem 18. Geburtstag, aber da gibt es noch so viele Stories, die man erzählen. Eigentlich müssen wir echt einen Podcast machen. Das ist ja krank, wie viel erzählen können eigentlich. Ne? Gestört. Naja, auf jeden Fall, deine Mama war ich an der Bar und dann ist halt eine Oma und ich zu nach Hause gefahren. Da habe ich bei dir übernachtet. Dann bin ich morgens ganz früh bin ich abgehauen, weil ich keinen Bock hatte, bei dir zu bleiben. Weil ich keinen Bock hatte, so auf Cringe zu dann. Ja, aber meine Eltern waren, glaube ich, morgens auch gar nicht da. Also, das erste Mal, dass ich die Eltern gesehen habe, war auf jeden Fall am 18. Geburtstag, wo ich dann halt noch so wirklich, ich bin ganz schnell abgehauen, morgens irgendwie so um 11 oder so, habe ich dann Uber nach Hause genommen. Erst hast du dann meine Eltern, glaube ich. Nee, dann auf einmal. Erst hast du meine, glaube ich, kennengelernt. Ja, nicht so richtig kennengelernt. Das war auch wieder scheiße. Wir haben uns richtig kacke kennengelernt eigentlich. Wir haben auf einmal Tennis spielen für uns entdeckt und dann wollten wir Tennis spielen fahren. Eigentlich. Und dann kurz davor war doch dieses Weinfest. Und dann waren deine Eltern da an diesem Weinfest. Stimmt. Und dann sind wir da schnell zu dem Weinfest gegangen. Ich wollte halt die ganze Zeit eigentlich los, weil ich hatte da diesen Platz gemietet und hab die ganze Zeit gesagt, so, wir müssen eigentlich los. Und deine Eltern saßen dann, die wollten mich eigentlich jetzt so was trinken, ein bisschen mich kennenlernen. Und ich war die ganze Zeit so voll stressig. Ich hab die ganze Zeit gesagt, so, oh, wir müssen gehen. Und das war halt ein bisschen doof, ja. Damals, ja. Das war nicht so geil, das erste Kennenlernen. Das haben deine Eltern eigentlich von mir gehalten, sagen wir ehrlich. Dass du ein Idiot bist. Wirklich? Nein, aber halt einfach komisch, wenn man halt so, du bist ja nicht mehr 12, ne? Ach so, du meinst allgemein, dass ich ja. Das nicht. Ja, für die nächste Freundin überlege ich wieder ein bisschen. Ja, ich war mal wieder komplett normal, ne? Oh, wieder komplett normal! Also, ich bin halt aber einfach auch einfach eine nette Person. Digga, was mir, redest du? In mir kann man Pferde stehen. Also, weißt du, Leute, Hilfe. Da mit mir versteht sich halt jeder und ich mache halt einfach den Leuten auch. Soll ich dir mal sagen, was... Also ich mach. Du wirkst auch manchmal ein bisschen arrogant am ersten Blick. Mal sagen manche. Ja, ist okay für mich. Ah, Pferde stehen auf einmal so. Ja, okay. Wer hat das gesagt? Manche. Ja, das haben ja die ganze Welt. Johannes, oder die was? Ganze Welt sagt das, deswegen, was soll ich sagen? Auf jeden Fall, nein, falls du bist halt immer so bei so, wenn neue Leute dazu kommen, bist du relativ schüchtern. So. Das ist aber auch süß, finde ich auch süß von dir. Weißt du, es gibt so Mädels, die dann so, hi und hallo und oh Mann, das ist ja toll, dich kennenzulernen und hallo. Und du bist halt nicht so. Du bist halt eher so. Na stimmt. Hi. Ja, ich bin eigentlich nicht schüchtern, aber ich habe einfach dann so. Ja, also ich glaube für viele Leute so einfach dann so erstmal so. Einfach so. Erstmal anfurzen. Mega! Erstmal mega gucken, nice! Wer die Person gegen was. Aber jetzt mal warte, mal kurz zurückkommen. Was war das erste Treffen mit deinen Eltern? Bei mir war das Weinfest und wann war das erste Treffen? Das erste mit meinen Eltern war, als wir da reingefahren sind, glaube ich, oder? Ah, nee, Geburtstag. Nein, bei dem Trampolinhallen-Video. Da hast du auch so voll zwischen Tür und Angel einfach so halbe Hallo gesagt. Auch nicht so. Wir hatten nicht dieses typische Story. Tatsächlich habe ich da auch Lea das erste Mal kennengelernt. Ja, und was sagst du über Lea? Sorry. Ja, ist tatsächlich wirklich am Anfang ganz komisch gewesen, also so ganz... Sehr schüchtern auch. Ultra schüchtern. Konnte aber ich mittlerweile auch verstehen. Auch voll. Aber tatsächlich war ich auch, habe ich auch zu einer Freundin gesagt, dass sie, warum sie so schüchtern waren, meinte sie zu mir und dann meinte ich halt so, ja, weil sie halt noch voll jung ist und so. Und ist auch klar, wenn jemand das erste Mal... Am Anfang war sie sehr schüchtern auf jeden Fall. Aber das bist du genauso. Deswegen merkst du, wie das halt so manchmal rüberkommt, wenn man halt so nicht so fake-net ist, sondern halt so ein bisschen so eingekehrt. Und die ist halt wirklich super eingekehrt gewesen. Und du bist auch immer super eingekehrt bei neuen Leuten. Und zum Beispiel auch, also das ist halt... Das matcht nicht. Man muss sich halt wirklich zwingen, irgendwie manchmal, also das habe ich auch mega gelernt, so in der ganzen Zeit, so YouTube-mäßig. Wenn man neue Leute kennenlernt, man muss sich zwingen, so auf dieses bisschen so zu machen, weil sonst kommst du nicht, wirst du einfach nicht warm mit Leuten über die Zeit. Also man muss es mittlerweile machen, weil man hat nicht bei jedem die Chance, über Monate kennenzulernen, sondern dann ist es halt der erste Eindruck. Und wenn du dann verkackt hast, hast du halt verkackt. So. Es war aber trotzdem eigentlich ganz okay, es kennenlernen. Also ein bisschen komisch auch, aber... Ja, es dauert halt sehr lange. Also ich habe deine Eltern halt sehr, sehr lange... Boah, Gott, wenn man dann mal wieder erzählt, was da alles passiert. Oh, dann sind wir mit deinen Eltern im Club auf einmal gewesen. Was war meine das? Eltern einfach mal. Deine Mom auf einmal im Club. Na, auf jeden Fall sind deine Eltern sehr, sehr nett, finde ich. Und wie findest du meine Eltern so? Auch nett. Meine Oma macht immer so geile Fragen. Was? Das kann ich jetzt sofort erzählen, das ist mir scheißegal. Meine Oma, Digga, wir waren einmal beim Grillen bei uns. Das ist doch nicht schlimm. Frag sie dich einfach.
wirklich verliebt in den Moritz? Oder soll ich mal testen, ob die auch wirklich, ob die nicht böse Hintergedanken hat? Was würdet ihr sagen? Meine Oma will immer das Beste für mich, so, weil die wollte gucken, bist du auch wirklich verliebt in den Moritz? Und das war, die hat es so genutzt, ne? Ich war eine Mal kurz, wir waren am Grillen, ne? Ich war die ganze Zeit bei dir, bin ich einmal eine Minute weg gewesen und in der eine Minute hat die alles cringiger gemacht, was man machen kann eigentlich. Also irgendwie das gefragt und was dann als volles Verhör genommen und so, ne? Aber meine Oma mag dich richtig gern, glaube ich. Finde ich sehr süß, also finde ich gar nicht schlimm, sowas zu fragen. Ja, meine Oma mag dich richtig gern. Oh mein Gott, ich kann noch was erzählen. Weißt du was, bevor wir so richtig so zusammen waren, also so, dass wir öffentlich gemacht haben, ich war einmal bei H&M, hat meine Mama mich so angerufen, dann habe ich aus Versehen Maus gesagt. So, ich so, was ist Maus? Wer ist Maus? Und ich so, habe ich nicht gesagt, das war so unangenehm. Weißt du, wo ich richtig Angst vor hatte damals? Wir sind ja manchmal in der Therme gewesen und da ist man ja öfter mal nackt unterwegs und du meinst, dass deine Eltern auch gerne in diese Therme gehen und ich habe die ganze Zeit das war lustig gewesen. Ich boah, das war so cringe gewesen. Also da ist man halt komplett nackt halt in der Sauna und die Eltern gehen da auch gerne hin und dann. Nein, ich glaube, die gehen da nicht in den Nacktbereich. Richtig? Nee. Meine Eltern würden so. Obwohl, meine Mom safe, aber mein Dad nicht. Hey, die geht alleine in den Nacktbereich oder was? Nee, mit einer Freundin. Ja, nee, das war wirklich Alter. Und dann ist uns ja auch mal eine Therme. Das sind auch so cringige Sachen, was hier ey, das ist. Leute. Also das ist wirklich die spießigste Therme, wirklich. Man muss echt leider sagen. Also die ist cool. Die haben zu uns sowas gesagt, wir haben nichts gemacht. Wir saßen ganz normal in der Sauna. Real Talk. Ganz normal lassen wir in der Sauna nebeneinander. Also wir saßen halt irgendwie so, ne? Ja. Und ich so rein, das geht hier gar nicht. Raus mit euch. Und ich so, nee, meinst du so, alles, was über einen Kuss hinausgeht, ist Kuss nicht erstattet. So, hä, wir haben uns nicht mal geküsst. Ja, nee, wir haben uns nicht mal geküsst. Ich glaube, der hat, also du hattest mal seine Hand, glaube ich, so hier auf meinem Bein und der dachte, glaube ich, wirklich, dass du da irgendwelche Spielchen machst. Digga. Und ich dachte so, what the fuck? Und dann dachte ich so, was ist denn ihr Problem? Und dann wurde er so, alles rausgeschmissen aus der Therme. Ja, und dann meinte er so, nimmt eure Sachen und wir dann so, okay. Ganz komisch auf jeden ganz Fall. Ganz wilder Typ. Und ich habe auch mal die Rezension von der Therme angekriegt. Ganz oft Leute, dass sie so gesagt haben, so, oh, wie komisch und so. Und da, weißt du, auf dem Rückweg, wo wir das rausgeworfen haben von der Therme, war hier so ein Gast einfach so, ja, ich ist mir schon 100 Mal passiert, das ist hier total ja, das stimmt, die Leute so sind weird. Aber wisst ihr, was noch krass, aber es auch so ein bisschen mit Therme zu tun hat, was wir euch auch wieder erzählt haben, und zwar wieder in Österreich, das hatte ich eben schon gesagt, oder Mutter hat das erste Süße gemacht für mich, und zwar hat er einen so Wein gemacht, dann boah, schrecklich. So ein Brett mit so Käse, Salami, und halt, ihr kennt ja diese Käsebretter mit so Wein, ja. Und dann waren wir in der Badewanne, und wir haben uns halt beide so gleichzeitig reingesetzt. Das ganze Wasser. Dürfen wir das jetzt sagen? Naja. Warte mal. Also, vielleicht ist etwas über. Wir wissen nicht. Wir waren ja in einem Badezimmer, Leute. Ne? Und ja. Ihr müsst euch vorstellen, das Badezimmer hat Parkettboden gehabt. Ne? Und dann haben wir. Das Krasse ist, die Badewanne war so schlecht platziert. Die war einfach. Hier stand die Badewanne. Hier links war so die Wand. Und es konnte aber so überschwappen und dann unter die Badewanne gehen, sodass man es nicht wegwischen konnte. So, es war aber echt nicht viel Wasser. Es war vielleicht eine Wasserflasche, die ausgekippt wäre. Ja. So, dann ziehen wir da, haben wir alles weggewischt. Wir dachten, alles wäre gefallen. Gehen wir dann, ziehen wir aus. Auf einmal kriegen wir von Airbnb eine Nachricht: 10.000 Euro nachzahlen. Ja, Leute. Was? Dieses kleine romantische Dinner hat 10.000 Euro. 10.000 Euro gekostet im Endeffekt, weil es einfach so, also weil die Badewanne einfach auf fucking Holzparkettboden stand. Ehrlich gesagt, wir konnten da nichts für. Ich bin immer auch der Meinung, wir konnten nichts dafür, dass es passiert ist mit der Badewanne. Also ich bin auch der Meinung. Ich bin sowieso immer der Meinung, dass wir nichts wir sind nie schuld. Nee, wir sind nie schuld. Ich finde das irgendwie gerade voll geil. Ihr wollt, dass wir einen Podcast aufmachen? Lasst einen aufmachen. Ja, Leute, wenn ihr, wenn ich finde das echt geil. Das macht richtig Bock. Wir noch mehr so kranke Stories. Wir haben noch einige Stories, die wir euch nicht gesagt haben. Noch einige Stories. Und wir können auch immer coole Leute eigentlich holen. Also noch andere Leute. Zum Beispiel Johannes. Johannes hat uns ja auch, das gibt's auch. Das müssen wir anders alles erzählen. Aber es gibt so viel, was wir privat gemacht haben. Johannes ist ja auch von Anfang an, vom Tag 1 wirklich dabei gewesen eigentlich und hat so... Ja, das hat alles dokumentiert. So, ja. Also er hat eigentlich alles auch mitbekommen, also hat er auch angelungen. Tja, Leute. Ja, stimmt, das hat er auch angelungen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wenn ihr den Podcast wollt, lasst ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.